Herzlich willkommen zurück bei LAS Gaming. Ich bin euer Phil. Und ich werde das Mikrofon auf jeden Fall irgendwann wegnaschen, weil er direkt vor meinem Mund hängt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Sons of the Forest Let's Play. Es geht weiter. Schönen Start in die Woche, Leute. Bei mir ist wieder mal Wochenende. Mischung am Start. Pfeife mit Schüsschen, weil das muss, ne? Und ich hoffe, heute wird es uns gelingen, erstmal den Greenscreen so am Leben zu halten, dass wenn ich gleich bei einem frischen Kopf auspusten kann, ohne dass ihr lästige Pixelfehler hat. Und dass wir heute auf jeden Fall die Base fertig machen können. Ich fange direkt mal an zu laufen, weil in die Richtung geht es. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß. Ich hoffe, den werden wir alle haben. Und ja, mal gucken, was die Folge so mit sich bringt, ne? Wir sind echt verschont hier. Komplett langweilig irgendwie. Das ist bestimmt auch echt komplett gut, wenn man über sein eigenes Let's Play sagt, komplett langweilig. Ich weiß, wie ich mich zu verkaufen habe. Da brauche ich keine Tipps. Kannst du mal... Warte mal. So ist, glaube ich, besser. Ist halt voll schwierig jetzt, aber da könnt ihr auch mal wieder sehen, was ich für Opfer bringe hier für so ein Let's Play. Ist halt voll schwierig mit dem Mic direkt vom Mund und dann noch irgendwie den Schlauch dazwischen zu klemmen. Ey, Junge, das sind Herausforderungen. Warte mal, warte mal, wir bauen mal eine Bank. Bauen wir eine Bank. Das macht dich krank. Warum auch immer. Nein, also die Bank soll natürlich den Zweck erfüllen, dass sie uns nicht krank macht. Aber ich würde sie natürlich irgendwie gerne vor die Bude bauen. Guck mal hier. Oh, ist das nicht wieder Platz für eine Bank, Alter. Ehrlich, so, zack. So, dafür brauchen wir, glaube ich, zwei Hölzchen. Also einen gehalfteten. Genau so. Okay, also meine ich, genau. Wenn wir uns jetzt draufsetzen, was passiert mit der Ausdauer? Verdammt, die wird nur zu dem Höchststand voll. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt irgendwie mehr Stämme geglitscht. Hä? Okay. Die Bank war for free. Geil. Nehme ich mit, ey. Ja, pass auf. Genau das meine ich. Wie auch immer, hat der Artist das geschafft, die Scheißhälfte da oben hinzuwerfen. Er stand hier, Alter. Das ist so frech. Nein. Nimm ihn raus. Gott sei Dank geht der raus. So, warte mal. Komme ich vielleicht mit Springen oder dran? Ja, ich komme da nur dran. So, mein Gott. Ey, wie macht der so? Ey, so zack. Einfach der Dank von hinten. So, weißt du, über Kopfdank. Wer NBA kennt, der wird verstehen, was ich meine. Boah, ich muss hier hängen wie so ein Halbaffe irgendwie. Ne? Ich hänge gefühlt so... Weil von links ist halt voll die Geräte-Action. Ey, hier der Schlauchhalter. Vor mir hat Mike. Hier liegt auch einfach noch ein PS5-Controller im Weg. Kann man machen, muss man nicht. Ey, der Typ ist komplett im Arsch schon wieder, ne? Ja, ist doch okay. Nimm sie doch weg da. Mein Gott, ey. Man schmeckt den Schuss aber doch sehr. Der Schuss ist sehr prominent in der Pfeife. Boah, der Rückstoß, ey. Dankeschön. Wir brauchen... Ich muss mal eben gleich ins Inventar kommen. Nein! Ach, mein Boy, ey. Mach den hier so hin, fertig. Stell ihn so an. Da, fertig. Wunderbar, so, wir brauchen noch drei. Wie viel habe ich noch im Inventar? Nahrung. Ich habe nur einen Fisch, aber der ist rotten, ne, oder? Nur der ist richtig rotten, Alter. Lass ihn mal fallen. Kelvin. Mein Freund. Kelvin, der Dritte ist das jetzt, ne? Also jetzt mal wirklich logisch. Weil wir haben dreimal neu angefangen, also ist das Kelvin. Kelvin Konrad Kaufmann, der Dritte. Wo bist du? Was machst du denn hier, Alter? Der chillt hier, ey. Der hat sich da im Wald einen durchgezogen. Komm mit. Alles klar, komm. Und sieh mal ein bisschen kacke aus dabei. Spaß.
So, ja, wenn ich jetzt habe ich halt nicht mit Kelvin. Warte mal, wir ziehen uns mal eine Blaubeere rein, damit der Scheiß Fragezeichen da weggeht. Weißt du, siehst du, das meine ich nämlich. Er läuft halt nicht so wie wir, wie die coolen Kids auf dem Schulhof. Die laufen halt straight runter, er läuft halt so runter. Was ist das denn? Alter, was war das gerade für eine Textur? So, warte mal, ich wollte jetzt nochmal eben, habe ich letzte Folge komplett vergessen, Stücke wegbringen. Damit wir wieder mehr tragen können. So, komm mal her. Kelvin! Wenn ich ihm jetzt sage, hol mir Fische und Behälter füllen, gibt's nicht. Wunderbar, perfekt. Dann gib die mir. Egal, hol Fische, gib die mir. Werf mir den Lachs vor die Backe, Junge, ist mir egal. Hauptsache, du holst Fisch, wir brauchen nämlich was zu essen. Oh, Virginia Perkin, ey. Was macht der dritte Bein? Hallo? Also, wie gesagt, Leute, wir haben alle Diskussionen durch. Wir haben alle Überlegungen durch über Virginia. Wie geht die Schuhe kaufen? Autofahren, richtig krass. Löten oder schweißen mit drei Armen, perfekt. Mit einem Arm hältst du die Pistole, andere Arm kannst du den Schirm halten und mit dem dritten Arm hältst du das Werkstück. Das ist der Shit, also wenn die nicht Mechaniker oder Schweißerausbildung macht, ey, dann hat die auf jeden Fall falsche Entscheidung getroffen, ey. Was gab es noch? Was haben wir noch? Motorradfahren wird allerdings echt schwierig mit drei Beinen. Wobei, das ist ja nicht... Also, die hat ja das dritte Bein, so, die hat ja zwei linke quasi, muss man echt sagen. Ja, kommt der Kelvin Boy wieder für 500 Meilen angerannt, um mir einen Lachs zu geben, ey. Also, die hat zwei linke Beine. Ist ja nicht wie bei mir. Die hat ja nicht ein drittes in der Mitte hängen, sondern die hat halt zwei linke Beine. Oh, er findet den Weg zurück. Krass. Und das ist natürlich schwierig. Wie kauft die Schuhe? Ne, wie kauft die Schuhe? Kauft ihr ein Paar, kriegt das dritte wegen der Behinderung gratis, also ein Paar und den dritten Schuh wegen der Behinderung gratis, oder muss sie sich tatsächlich voll diskriminierend so zwei Paar holen und einen wegschmeißen? Aber Lifehack, falls die Virginia mir jetzt gerade zuhört, kauft ihr einfach drei Paar, weil dann hast du zwei Paar. Bedank dich später. So, warte mal, die Tür wäre jetzt noch cool. Ihr seht noch was? Ne, ja, okay. Das ist einfach das, wonach ich mich so richte, ne? Ob ihr noch was seht. Wobei, wie gesagt, es ist halt übel von eurer Helligkeit oder von eurem Anzeigegerät allgemein abhängig. Hier auf meinen billigen eBay-Kleinanzeigen-Monitor. Ne, Quatsch, der ist hier von eBay-Kleinanzeigen, aber auf dem füllt sich die Fläche jetzt mit schwarz. Oh, guck mal hier! Geil, ey, die Stöcker können wir mitnehmen. Ich glaube, ich kann sogar alle tragen, oder? Natürlich nicht. Was eine blöde Idee von euch, ehrlich. Als wenn ich da alle tragen könnte. Da kommt der Kelvin wieder mit seinem Lachs. Ich schmeiß ihn die Florelle. Florelle, vor allem die Forelle. Komm. Warum zögert der immer so? Ich glaube, der überlegt immer erstmal kurz, soll ich den behalten? Siehst du, jetzt ist er nämlich außer Range. Jetzt ist er außer Range. Entschuldige, Kelvin. Entschuldige. Komm mal mit. Die Leute sehen jetzt gar nichts mehr. Also jetzt sehe ich zum Beispiel bei mir in OBS auf dem zweiten PC hier von dem Bildschirm. Da kannst du auch die Augen zumachen. Aber dann siehst du mich nicht mehr. Also ist halt auch nicht so cool. Wir gehen auf jeden Fall gleich pennen. Also der Soldat, den wir hier spielen, der war auf jeden Fall vorher Raucher. Er ist schwerer Raucher. Das kannst du hören. Darauf erstmal nochmal einen Zug. Der Tür wollte ich machen, genau, Tür. Soll ich das so machen? Ne, warte mal, lass mal nochmal eben den einen da rausholen. Weil den können wir gleich brauchen. Warum hockt der sich so dahin? Muss der schon wieder kacken, oder was? Oder sind hier Gegners? Ne, pass auf. Kelvin, wir haben Fisch. Wir gehen nicht mit leerem Magen schlafen, weil sonst geht die linke Anzeige, die mit dem komischen Bizepsarm da. Könnte auch mein Arm sein, übrigens. Ne, sonst geht die nämlich zu schnell leer. Ja, pinnen mal eben. Na, es hat funktioniert. Wenn Gegner in der Nähe sind, funktioniert der Booms halt nicht. So, Kelvin, dann darfst du wieder Fische holen. Das kannst du am besten. Kannst du Behälter füllen? Kannst du nicht? Dann mir geben. Mach gut, mein Freund. Farewell. Da hinten waren jetzt gar keine mehr, ne, da waren gar keine mehr. Dann holen wir so langsam, warte mal, kann ich hier noch was rein? Genau, also die Stockbehälter in dem, in Sons of the Florist, die kann man echt vollpacken, ey, ich glaube, da passen. Also vom Gefühl her würde ich echt sagen, da passen 50 Stöcker rein oder so, easy.
Also Stöcke wachsen auf jeden Fall nach, weil die Büsche waren vorher nicht da. Aber Bäume bin ich mir echt nicht so sicher, Mann. Ja, vielleicht hätte der Phil auch noch mal trinken sollen, bevor er hier anfängt, Sport zu betätigen. Zu tätigen, so meine ich. Ja, trinken wir mal eben was. So, dann geht das hier auch voll wieder. Nice, also die Ausdauer. Danke für den Lachs, mein Freund. Wir essen direkt mal ein. Aber der Trick mit Tab gedrückt halten fürs Inventar, den kannte ich nicht. Wie gesagt, Kokaina. Immer noch geiler Name auf jeden Fall. Und der ist auch echt praktisch. Aber es haben sich Spieler beschwert, dass das für PC halt etwas umständlich ist. Weil für PC hast du halt in Reichweite der linken Hand halt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und deshalb haben sie ja jetzt aber auch die Hotkeys gemacht. Ne? Gott sei Dank. Weil die, also die, du kannst glaube ich kein Spiel machen für PC ohne Hotkeys. Das wäre ein völliger Skandal, seien wir ehrlich. So, machen wir hier rein, zack, jetzt brauchen wir die Axt, schmeiß mal weg den Müll hier. Genau, und ich glaube, wir müssen bis oben durchmachen, also so. Ich finde das Bauen so geil und ich glaube, wir haben ein zu viel weggemacht, oder? Nee. Müsste passen. Ja, müsste passen. Ah, jetzt macht er... Oh, das finde ich ja so schön eigentlich jetzt. Weil jetzt macht er die Rinde nach außen hin von der Tür. Du kannst es dir, glaube ich, nicht aussuchen, ehrlich gesagt. Weiß ich zumindest nicht. Hier liegt schon wieder ein Lachs. Ich glaube, man kann sich das nicht aussuchen. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ey. So, pass auf, damit uns jetzt erstmal das Zelt auch erspart bleibt, bauen wir nach innen ein Bettchen. Und zwar aus Stöcken, weil da ist es besonders gemütlich drauf zu pennen. Vor allen Dingen dann, wenn du vor der Haustür eigentlich butterweichen Sand liegen hast, wo du lieber pennen könntest. Aber das ist unserem knallharten Soldaten egal. Wir gehen auf jeden Fall auch jetzt nochmal Stöcke holen. Weißt du was, bevor wir das machen... Bevor nämlich der Kelvin jetzt wieder aus der Range rausrennt, kann er den Lachs droppen und dann sagen wir ihm, er soll die alle hier ablegen. Das ist auch besser. Weil sonst rennst du halt mal kurz weg und dann... Kelvin, hey. Und dann dann folgt er dir halt, ne? So, hol Fisch und fallen lassen. Und dann lässt er das immer fallen da, wo du dem den Befehl gegeben hast, ungefähr. Sollte vorzugsweise auch nicht da sein, wo so Gras oder so ist, aber wir haben da eigentlich größtenteils Sand, weil im Gras siehst du die Sachen manchmal nicht. Und könnte zum kleinen Problem werden. Guck mal, Folge, weiß ich nicht, 8 oder 9. Und ich habe eine Base am Strand gebaut. Die ist kläglich gescheitert. Ich habe versucht, eine Base in den Bergen da zu bauen, auf dem Fels. Die ist kläglich gescheitert. Aber da hatte ich auch noch keinen Plan. Jetzt bin ich reif. So, warte mal. Ja, jetzt, Alter, ein Stock. Also den hättest du mir jetzt wirklich gönnen können. Und wir machen aber das Ding hier weg, damit ich das nicht immer mit der hohen Sichtreichweite sehe. So, mach mal die Scheiße hier weg, ey. Zack, ja. Ey, jetzt kann ich den... Ein Stock bleibt jetzt hier liegen, ne? Aber okay. Der stört nicht. Wir machen darüber Strukturschaden aus. Ganz wichtig, wie viel habe ich mir schon zerstört? Wieso soll ich Klebeband einsammeln eigentlich? Ach, das Bett? Oh, da braucht Klebeband, okay. Das habe ich nicht am Schirm gehabt. Aber Klebeband findet man sehr, sehr oft. Eigentlich, ja. Ja. So, warte mal, hat er hier schon mal wieder einen Fisch gedroppt? Da, siehst du, hier liegen nämlich jetzt schon wieder zwei Stück. Wir machen erstmal ein kurzes Bett fertig. Und dann bauen wir nochmal einen Drying Rack hier vorne hin. Die machen wir die Büsche weg. Scheiße. Scheiß Natur, ey, ehrlich. So, dann bauen wir einen Drying Rack. Also manche Namen habe ich so in Englisch im Kopf, deswegen Drying Rack, also Trockengestell, genau. So, das kommt dann hier hin. Ja, wobei, macht das mehr Sinn, das drinnen zu bauen? Ist jetzt die Frage, wir bauen das jetzt fertig, scheiße. Weil vielleicht trocknen ja die Sachen draußen nicht so, weißt du?
Gut, dass ich da vorne zwei hingebaut habe. Einfach, weil es so viel Spaß macht. So. Dann scratch mal eben die Fische da drauf. Zack. Hier, siehst du, da legt er nämlich hier schön alles hin. Wir können einen, können wir essen. Dann haben wir nämlich auch wieder voll. Und gut, dass das scheiß GPS-Gerät die ganze Zeit an ist. Hast du schon mal was von Akku gehört oder was? Selbst wenn es nur im Inventar liegt, ey, das ist frech. So, warte mal. Nein! Scheiße. So. Nochmal hier die Fischkiste drauf. Gib mir den nochmal her, den hängen wir auch nochmal auf. Und ich glaube, ich baue direkt ein zweites, würde ich sagen. Ja, wir bauen direkt ein zweites. Weil das wird sich häufen. So, bauen wir direkt daneben einfach. 6 Stückchen brauchen wir. So, und wie ihr seht, warte mal, gucken wir gleich zu. Drop den Lachs. Guck mal, hat der schon. Es ist halt so krass, du würdest hier gar keine finden in dem Bau. In dem Fluss. Da sind ja keine Fische. Also, ich als Spielfigur muss halt wirklich gucken, dass da Fische visuell da sind und dann kann ich die jagen mit dem Speer oder dann kann ich die halt erlegen. Der muss das nicht. Also, bei dem musst du halt einfach nur halbwegs plausibel irgendwo von der Lokalität her stehen, dass hier ein Fluss ist oder so und dann kann der Fische sammeln. Ich meine, ist natürlich irgendwo unplausibel, aber voll geil. Also, es nimmt dir so viel Arbeit weg, ey. Ohne Scheiß. Achso, die scheiß Rampe ist noch nicht fertig. Oh, wieso habt ihr das nicht früher gesagt, ey? Scheiße, warte mal. Ach so, genau. Ach, Junge, Alter. Letzte Folge noch angesprochen, Mann. Hat mich wieder keiner von euch dran erinnert. Ich wollte doch eine Vorbereitung für eine verdammte Treppe bauen. Ja, habe ich natürlich jetzt wieder verkackt, weil dafür müssen wir auf jeden Fall hier die Dinger rausmachen, glaube ich. Weil wir müssen einen so legen, einen so legen, dann einen so und jetzt brauchen wir halt auf jeden Fall den hier quer. Ah, der kommt jetzt nicht quer, die Nutte. Dann müssen wir, glaube ich, erst den machen, um das Ganze zu begradigen und dann geht nämlich der, jetzt geht auch der hier rüber normalerweise, genau, aber wir brauchen halt jetzt noch einen. Ja, wir brauchen eine Stütze. Warte, wir müssen die hier einmal komplett wegmachen. Und dann kann nämlich hier die Stütze hin. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch die andere Wand da wegmachen, rechts. Genau, weil er sonst die Schräge nicht hinbekommt. Da habe ich mich schon, wie gesagt, also bauen macht mir hier keiner mehr was vor. Da habe ich schon viel zu viel Zeit mit verbraucht wahrscheinlich. So, die müssen nochmal alle weg. Dann kommt hier, ja, okay. Ach so, ja, kann sein, dass man den hier jetzt bauen muss, oder? Ja, dann muss sogar der Balken oben weg. Ach, leck Arsch, Mann. Leck Arsch. Aber wir wissen uns ja zu helfen. So, mach die Scheiße hier weg. Zack. So, und jetzt muss eigentlich der Balken hier weg. Genau, und jetzt können wir den, glaube ich... Können wir doch nicht? Können wir den hier wegmachen? Warte mal, den können wir wahrscheinlich wegmachen, wenn wir... Also der Kelvin hat auf jeden Fall gerade gleich alle Fischvorräte wieder leer gesaugt. Jetzt können wir den wegmachen. Jetzt können wir, glaube ich, hier einen Schrägen bauen. Können wir nicht. Warum nicht? Not. Hä? Alter, das ist so... Warte mal, vielleicht jetzt, wenn wir die Schräge wegmachen? Oder er trifft die Hitbox gerade nicht. Weil manchmal sind die Hitboxen halt ein bisschen... Also ich finde ja dieses Bausystem echt krass. Aber manchmal musst du halt gucken, dass du die Hitboxen erwischt. So, warte mal. Ja, dann nehmen wir die nochmal alle raus. Kein Weg ist mir zu weit, ehrlich jetzt. So, den nochmal weg. Ja, jetzt können wir... Scheiße. Jetzt können wir das nicht mehr machen. Gib mal hier hin den Poller. So, dann stellen wir den hier hin. Dann kannst du den hier wegmachen. So, zack. Und jetzt! Oder? Dann, wenn der eine weg ist, der hier. Ja, ich wollte sagen, Maja, also langsam wurde frech. Langsam wurde aber auch frech, müssen wir ehrlich mal sagen. So, jetzt kannst du, glaube ich, trotzdem hier einen hochbauen. Ach so, nee, dann müssen wir erst jetzt die Treppe bauen. Ja, dann machen wir am besten mit denen hier, mit den Halben. Die haben wir ja sowieso. So, ja, unten brauchst du eigentlich keinen mehr vormachen, aber ist ja egal. Ich hoffe, jetzt fehlt uns gleich nicht ein halber, ey. Dann drehe ich aber durch.
So, genau. Jetzt bleibt der nämlich auch stehen und dann kannst du hier wieder wie gewohnt die Lücke zumachen. Okay, obwohl das Ding jetzt rot war, konnten wir den bauen. Aber wie, also das habe ich doch, das habe ich in der Vergangenheit auf jeden Fall cleaner hinbekommen. Ne, warte mal. Das ist doch voll Arsch gerade. Normalerweise, warte mal, kann sein, dass wir den hier einmal wegmachen müssen. Ne. Normalerweise dürfte hier jetzt eine, achso, wir müssen ja hier auch erweitern dann, ne. Stimmt. Kelvin, du kannst auf jeden Fall gleich nochmal Hölzer holen. Also Stämme. Ja, und so, und so zieht sich der Bau der Base, der vierten Base, vierte? Dritte Base, glaube ich. Dann vielleicht doch nochmal ins Jahre 2024 rein. Aber ich meine, wir haben ja erwartet. Nein! Die Faserung ist falsch. Mal weg. So. Nein! Faserung ist wieder falsch. So. Machen wir oben zu direkt hier. Perfekt. Guck dir das an. Guck dir das an. Nie im Leben würde ich so viele Fische fangen können wie der. Das ist krass. So, pass auf. Und jetzt mache ich mal eben was, was ich eigentlich nie mache. Wir bauen jetzt mal eben einen Stammlager. Da. Dann bauen wir das hier hinten dran. So, ja, mach mal erstmal von mir so, das ist okay. Finde ich ein bisschen schade, dass wenn das uneben ist, dann kannst du die oft nicht bauen. Ne? Das habe ich tatsächlich schon echt oft erlebt. So, 6 Stück. Und dann lässt der Kelvin die mal füllen. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Weil in der Regel stellt er sich dafür ziemlich doof an, ey. Komm mit. Also ich glaube, ich hätte jetzt noch nicht mal Behälter auswählen können. Weil der zu weit weg war. Komm mal her. Komm mal her. So, holst du Stämme, bringst du Behälter. Da. Gucken, ob der auch nur einen Stamm füllt in der Folge, ne? Das ist auf jeden Fall das Goal. So, warte mal, ja, jetzt wird die Frage, wieso geht der hier verdammt noch... Ach ja, mein Gott, altes Problem. Habe ich schon durchschaut, genau. So, wir brauchen jetzt Stämme. Erstmal Gesicht waschen. Damit er gleich wieder dreckig wird, wenn er den Holzfäller macht. Genau, genau, genau. Das ist nämlich auch so eine Sache, die werde ich auf jeden Fall in diesem Guide, von dem ich euch jetzt schon öfter erzählt habe, ansprechen. Weil ich denke, viele Leute werden genau vor diesem Problem hängen. Dass sie eine Treppe quasi direkt an der Hauswand bauen wollen, aber das einfach nicht geht. Ist das hier Stöcke oder Stämme? Dürfte Stöcke sein, oder? So. Genau, nämlich in so einem Fall, wo du halt die Treppe direkt an der Hauswand hier so hochbauen willst, musst du leider hingehen und hier die Wand komplett hochziehen, weil der obere Stamm von der Wand gilt dann quasi als Stütze. Und dann kannst du auch die unteren aus der Wand rausnehmen. Aber ich meine, da soll ja sowieso eine Wand hin, deshalb kann die auch eigentlich stehen bleiben, also ist das scheißegal. Junge, du bist so eine verdammte Slut. Ey, wieso hat der den jetzt gehälftet? Und dann lässt er den auch nur so scheiße liegen. Ich krieg die Hitbox nicht. Da war sie. So, genau. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, geht vollkommen klar. Ganz ehrlich. Aber ich denke mal, das ist auch so eine Sache, da werden die noch ein bisschen dran feilen, ey. So, genau, jetzt ist nämlich den. So, und jetzt könntest du rein theoretisch, sieht man daran, dass die anfangen zu wackeln, wenn ich C drücke. Jetzt könntest du rein theoretisch alle wieder auch rausnehmen. Aber da soll ja halt sowieso eine Wand hin, also ist das scheißegal. Passt das mit der Faserung hier? Ja, ne? So, genau, perfekt. Können wir den rausnehmen? Ja, den können wir rausnehmen. So, dann können wir hier wieder einen drüber machen. Perfekt.
Also nur damit er klar ist. Ich bin halt auch so ein Fetischist. Ich baue jetzt die kleine Hütte da fertig, die wirklich zugegebenermaßen nicht allzu beeindruckend ist. Und dann werden wir erstmal ungefähr 7 Folgen damit verbringen, die zu begutachten und zu bewundern. Und dann machen wir vielleicht die Story. Wenn ich dann nicht sage, ey, pass auf, das könnte man noch besser machen. Und im Endeffekt steht hier wieder so ein World Trade Center. Ich sehe das schon kommen, Mann. Gib alles, Junge. Hey, Junge, also ganz ehrlich, das Ästchen hier, da hätte ich doch mit einem Schlag durch, ey, mit einem Buttermesser. Bist du ein Lappen, ey. So. Genau, können wir hier fertig. Achso, der Kelvin hat ja auch was gesammelt, ne? Lassen wir den weiter füllen. Naja, komm, wir nehmen die weg, weil wenn der Behälter nämlich voll ist, dann weiß er nämlich auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist und dann macht er nämlich gar nichts mehr. Deshalb werden wir gucken, dass wir den Behälter auch immer leer machen. Wenn er Stöcke sammelt oder Stimme. Soll ich hier auch noch eine Tür hinmachen? Nee. Nee. Machen wir nach den 7 Folgen, wenn ich da alles begutachtet habe. Ja, das ist halt auch eine gute Idee. Wenn du sagst, ey, Kelvin, hol mal Stämme und du fällst dann selber die Bäume, die in der Nähe des Behälters liegen. Fängt dann nämlich an, die erst weg zu collecten. Achso, ich habe jetzt das Dach vollkommen vergessen. Ja, müssen wir gleich auch noch machen. Ah, er hat aber seinen Baum auch hier hingefällt. Ich glaube, das wird aber von der KI nicht berücksichtigt. Dass die KI so selber dran denkt, okay, da steht die Base, ich werde jetzt mal dahin den Baum fallen lassen. Glaube ich nicht, würde mich sehr überraschen. Alter, du sollst die Wand fertig bauen, Mann. Aber egal, war jetzt nicht so schlimm. War sogar die richtige Faserung, also die richtige Richtung. Ah, von den Planken. Wand. Da, genau, wunderbar. So, oben den Rest hier zumachen. Glaube, ich muss noch einen Baum fällen. Ja, ja, safe. Da liegen, glaube ich, also der hat 2 gesammelt. Hier liegt nur einer. Wir fällen noch einen Baum oder 2. Können wir auch direkt die Behälter voll machen. So eine Base in Forest sieht halt einfach echt cleaner aus, wenn man hingeht und die Behälter voll macht. Safe. Was ist hier für ein Unkraut? Mein Gott, ey. Hau rein. Ich finde auch sehr gut. Also die haben überhaupt am Anfang von Sons of the Florist haben sie auf jeden Fall auch alles so, also die Inventarbestände oder die Kapazitäten vom Inventar definitiv erhöht. Hier kannst du direkt 20 Stöcke tragen und so, da konntest du im ersten Teil noch nicht. Haben wir noch irgendwo einen gehälftet? Nee, oder? Natürlich nicht. Warum auch? Also, warte mal, wir nehmen einen aus dem Lager, der Kelvin sammelt die ja eh neu. Zack. So. Und dann haben wir das Dach fertig. So, perfekt, okay. Jetzt die Frage, was machen wir auf dem Dach? Erstmal gar nichts, oder? Jetzt habe ich das gebaut, extra die Treppe ran, aber wir machen erstmal gar nichts. Easy. Nee, pass auf. Wir haben ein Bett, das ist zum Speichern und zum Schlafen. Dann kann der Müll, der völlig überflüssige Müll, kann hier weg. Ah, jetzt bin ich voll im Stück, okay. So, dann sammeln wir den nochmal ein. Ja, Leute, und jetzt kommt man zu einem Feature, was ich sehr schätze, weil normalerweise würdest du jetzt sagen, ja, jetzt hast du halt Verschnitt. Ne? Jetzt liegen hier die halben Stämme rum. Hier links liegt noch ein Gehälfteter, den ich übrigens hier auch wegnehmen hätte können. Oder ist das ein ganzer? Ne, ist ein Gehälfteter. Und jetzt kann man aber hingehen. In Forest finde ich sehr cool. Ist völlig unnütz. Du kannst dir halt jetzt nochmal hälften.
Und bezogen auf den gesamten Stamm quasi gleich Viertel. Zeige ich euch, warte. So, genau, jetzt sind die ja gehälftet und jetzt kannst du so Viertel. Wenn ich dann irgendwann mal die Hitbox treffe, da, genau. Zack. Und dann kannst du die hier stacken. Da. Kommt dir dann so ein Ding hin, kannst du echt so gut mit bauen. Und ich hoffe, er baut es automatisch jetzt von dem Stockbehälter weg. Aber ansonsten, scheiße, ja. Siehst du, und jetzt kannst du die hier so hin tun. Er stapelt die dann halt auch. Völlig unnütz. Brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Fuck, falsch. Aber so kannst du halt was mit den Resten anstellen. Ja? Und so fliegt die Scheiße dann nicht immer irgendwie an deiner Base rum. Das ist sogar auch in diesem Handbuch beschrieben. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, das hat keine tiefere Funktion. Also, das nennt sich in dem Handbuch Feuerholz. Aber ich glaube, du kannst damit nichts machen. Wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Sieht halt nur cool aus. Ja, anstatt dass du hier jetzt so Dinger da halb rumliegen hast, bangst du die einfach da rein. Und ihr seht, ich arbeite sehr clean. Ich könnte nicht damit leben. Ich könnte jetzt nicht die Story zocken oder so, wenn ich weiß, hier liegen halbe Stämme rum. Das geht einfach nicht. Also wer das kann, der ist doch völlig gottlos, wenn man ehrlich. Man muss halt auch Ordnung halten. Zack. So, den hier können wir aufvierten. So. Oder? Sieht halt voll cool aus, so. Sieht halt voll seriös dann aus. Voll glaubwürdig, authentisch halt einfach, ne? Jo, also, wir haben die Bude fertig. Zelt ist weg, wir können nur noch in dem Bett saven. Ich würde doch sagen... Ach, scheiße, wir haben schon wieder 32 Minuten Aufnahme. Was? Das Spiel ist einfach dreist. Okay, hier liegt einfach... Junge, der hat den Heringsschwarm ausgenommen. Warte, hast du eigentlich ein Fischerboot oder was? Wir bauen noch ein Trockengestell. Das machen wir jetzt nochmal eben in der Folge. So, hier einfach hin. 9 Hölzer, Stöcke brauchen wir. So, und dann werden wir da nämlich... Also wir haben halt jetzt die Nahrung verfügbar. So, warum sollen wir jetzt nicht irgendwie da einordnen in unser Inventar? So. Das ist so ridiculous, wie viele Fische er fängt. Und ich einfach gar nicht in der Lage bin, weil ich die Viecher gar nicht sehe. So, 3 volle Drying Racks. Die letzten 3 Fischgießen nehmen wir nochmal mit. Und dann, jetzt haben wir aber eine standesgemäße Base. Und sogar der Kelvin enjoyed die, Alter. Weiß nicht, warum der so viel Pause macht nebenbei, aber ist okay. Ja, Leute. Wir sind schon wieder über die 33 Minuten hinweg. Ich würde sagen, ich sage danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, bis jetzt kam noch nicht so viel Langeweile auf. Und was ich auch hoffe, ist, dass wir uns morgen wiedersehen. Leute, macht es gut. Ich wünsche euch nur das Beste. Haut rein, bleibt sauber und gesund. Bis dahin.